Herzlich willkommen zu deinem Video Maschen aufnehmen für das Stricken nur mit der rechten Hand unter Zuhilfenahme der Häkelstrickhilfe. Hier geht es jetzt um Variante Nummer 3. Um dir die Variante jetzt im Einzelnen zeigen zu können, habe ich schon mal die Häkelstrickhilfe angelegt. Ich werde gleich die Kamera umstellen, sodass sie über meine Schulter drüber schaut und du es genau so siehst, wie wenn du selbst deine Maschen jetzt mit der rechten Hand aufnimmst. Die Kamera ist umgestellt. Du siehst jetzt von oben drauf auf die Häkelstrickhilfe, siehst alles, was zum Maschenaufnehmen bei Variante Nummer 3 notwendig ist, bei mir gerade auf dem Schoß liegen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist hier jetzt eine Häkelnadel? Das wirst du gleich sehen, denn bei Variante Nummer 3 benutze ich die Häkelnadel anstelle der Stricknadel. Variante 3 ist somit eine Abwandlung von Variante Nummer 2, wo ich ja die Maschen mit 2 Stricknadeln aufgenommen habe. Na, wenn du das noch mal genauer sehen möchtest, schau dir das entsprechende Video einfach hier bei dir in der Playlist kurz an. Auch hier bei Variante Nummer 3 nimmst du als erstes eine deiner Stricknadeln, arretierst diese in der Häkelstrickhilfe. Schritt Nummer 2 ist, du legst deine Anfangsschlaufe, also du nimmst den Faden, das Fadenende, legst hier eine Schlaufe, klappst diese Schlaufe einmal hier über den Faden, der vom Wollknäuel kommt, drüber weg, nimmst dir diesen Faden hier in der Mitte, legst den über deine Stricknadel, die arretiert ist, drauf. Nimmst dir beide Enden, nämlich hier einmal das kurze Ende und den Faden, der zum Wollknäuel geht, und ziehst das Ganze nach unten, sodass sich der Knoten hier bildet. Wenn sich der Knoten gebildet hat, nimmst du dir den Faden, der zum Wollknäuel geht, und ziehst den hier so ein Stück zu dir ran, dann rutscht der Knoten hier nach oben, die Masche bildet sich hier oben hervorragend und du läufst nicht Gefahr, dass dir die Masche hier vorne wieder runterrutscht, weil du vielleicht hier nach vorne ziehst oder irgendwie und der dann eventuell ausreißen könnte. Jetzt kommen wir zum Unterschied zwischen Variante Nummer 3 und Variante Nummer 2. Bei Variante Nummer 2 habe ich jetzt zum Maschenaufnehmen die zweite Stricknadel zur Hilfe genommen. Bei Variante Nummer 3 nehme ich die Häkelnadel dafür zur Hilfe. Ist also, wenn das Maschenanschlagen nach Variante Nummer 2 etwas zu herausfordernd für dich ist, eine Alternative, die ja ein Stück weit leichter gehen kann. Darfst du natürlich für dich ausprobieren, ob das so ist. Ja, probier es einfach für dich aus, welche Variante für dich die beste Variante ist, mit der du jetzt deine Maschen anschlagen willst. Ich nehme jetzt die Häkelnadel und gehe genauso vor wie bei Variante Nummer 2. Bedeutet, ich piekse mit der Häkelnadel jetzt anstelle der Stricknadel hier durch diese schon angeschlagene erste Masche durch. Nehme mir den Faden, der vom Knäuel kommt, lege diesen jetzt um die Häkelnadel und ziehe den Faden hier durch. Genau das, dieses Durchziehen, kann für dich durchaus etwas einfacher sein, wenn du die Häkelnadel benutzt anstelle der Stricknadel aufgrund, ja, ganz genau, des Hakens, der hier vorne dran ist. Genau aus dem Grund kann es sein, dass es für dich ein kleines bisschen einfacher ist, die notwendigen Maschen für dein Strickprojekt aufzunehmen. Also probiere es einfach für dich aus. Weiteres Vorgehen, du kannst es dir denken, du legst den Faden wieder um die Häkelnadel, ziehst
mit Hilfe des Hakens durch diese Masche durch, nimmst die neu gebildete Masche, legst sie hier oben über die Stricknadel, die ja in der Häkelstrickhilfe arretiert ist, rüber und ziehst ein bisschen hier unten den Faden, der vom Vollknäuel kommt, straff, sodass die Masche hier oben nicht zu lose wird. Ja, und so gehst du halt immer weiter vor, bis du die gewünschte Maschenzahl, die du verwenden willst, auf deiner Stricknadel hast, weiter vor. Ist also so gesehen nicht weiter dramatisch. So, du hörst jetzt gerade vielleicht hier im Hintergrund, die Geldfliege fliegt hier gerade durch die Gegend und macht ein ziemliches Gebrumse. Wir ignorieren sie einfach mal. Ja, und wenn du jetzt genügend Maschen aufgenommen hast für dein Strickprojekt, dann legst du deine Häkelnadel einfach an die Seite, nimmst dir die zweite Stricknadel und gehst dann mit deiner Stricknadel in die nächste Reihe. Masche rumlegen, Faden hier an der Stricknadel langführen und durchziehen und zack ist deine erste Masche auf der Stricknadel drauf. Wie du jetzt rechte und linke Maschen stricken kannst, das siehst du in einem anderen Video. Schau dazu einfach mal in deiner Playlist nach. Jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Üben dieser Variante oder einer der anderen Varianten, Variante 1, Variante 2 oder auch Variante Nummer 4. Wie ich immer so schön sage, Variante Nummer 4, der Mercedes unter den Maschenaufnahmen-Varianten. Allerdings hat Variante Nummer 4 eine kleine Herausforderung, die du dabei beachten darfst. Dazu aber auch mehr im Varianten Nummer 4 war Video zum Maschen aufnehmen. So, nun habe ich dir die Variante vorgestellt. Tu dir bitte selber einen kleinen Gefallen. Gebe dir bitte ausreichend Zeit zum Üben, denn noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und falls du trotzdem noch vor einer Herausforderung stehen solltest, lass mir bitte einen Kommentar hier in den Kommentaren oder aber über das Kontaktformular auf meiner Webseite kunst-und-klöppeln.de zukommen, sodass ich dir bei der Lösung dieser Herausforderung behilflich sein kann. Jetzt wünsche ich dir mega, mega viel Spaß beim Umsetzen deiner Projekte, beim Anschlag üben. Beim Maschenanschlag üben für dein Strickprojekt. Dein Kreativcoach Simone.